Hey, wieso hauen die nicht einfach ab? Seht ihr, was passiert? Ja? Das passiert, wenn ihr nicht richtig aufpasst. Das passiert nicht! Nicht mir! Hier muss ich mal noch runterholen. So. Dann wollen wir mal da hinten nochmal hingehen. Mal gucken, ob da noch jemand ist. Sind aber alle unten, wa? Ah, jetzt laufen die alle zu zweit oder durch die Hink oder wie? Was ist denn hier los? Sind so was für ein Ritt? Nee, der geht runter. Der kommt hoch. Hä? So, damit waren es nur 5. Wir mal den erstmal runter. Runterschneiden. Ich hab genug hiervon. Was ist denn das hier überhaupt? Achso. Komm schon, wo bist du? Meiner Mutter. Was ist denn da? Und das. Auf wen wollt ihr denn schießen? Mal. Das funktioniert komischerweise nicht.
Hier drüben! Mach! Nicht schon wieder! Warum guckt ihr ihm nur zu? Helft mir! Warte! Lass mich nicht allein! So, die anderen haben keine Waffen mehr soweit. Nicht du das ohne zu zögern! Du auch? Verdammt! So, jetzt muss ich mal gucken, wie wir das machen. Lass mal gucken, wo er langläuft. Da. Na, was ist los mit dir? Komm. Hä? Kommst du hier hoch? Wäre total schön von dir. Jetzt geht er wieder runter. Ah! Nicht jetzt! So, Art. Ich muss diese Leute in Sicherheit bringen, aber das Wappen der Waynes blockiert den Ausgang. Na gut, dann beseitigen wir mal das Ding. Hier lang. Na komm. Unglaublich. Du hast diese Schläger förmlich zerlegt. Leise! Sie halten Ferris Boyle im Nebenzimmer fest. Ich glaube, sie wollen ihn töten. Na, Alfred, hast du was zu sagen? Vielen Dank für die Rettung, Batman. Aber ich glaube, die junge Dame erwähnte, dass Mr. Boyle ihre Hilfe benötigt. Du solltest mir wirklich ein Exklusivinterview geben. Die Leute wollen wissen, worum es dir geht. Ich habe Wichtigeres zu tun. Das ist wichtig. Du bist mittlerweile ein heißes Thema in dieser Stadt. Du musst erklären, was du eigentlich erreichen willst. Meine Taten tun das zur Genüge. Bist du hier, um diesen Mr. Freeze aufzuhalten? Um Ferris Boyle zu retten? Werden sie diese Wahnsinnigen aufhalten? Ich machen. Was wollen diese Leute denn? Wow. Was das denn? Tut das nicht! Die Fledermaus! Hallo? Komm mal! Die legt den Löffel ab! So. Das Herz mal richtig schön.
bisschen elektrisieren. So. Ich bin gefriert. Visierte? Kettiert? Wir müssen sie hier rausbringen. Ich hab von ihnen gehört. Ich habe keinen Streit mit dir. Dann bist du auf der falschen Party. Freeze? Was willst du von mir? Ich brauche nur einen Augenblick deiner Zeit. Lass mich gehen! Hilfe! Hilfe! Mann! Auf ihn! Jetzt bist du fällig! So, tschüss. Freeze scheint nicht der Einzige mit einer kryogenischen Waffe zu sein. Die Tür ist zugefroren. Ich kann den Ballsaal nur über den Balkon betreten. Naja, wenn... Zum Glück sind ja hier hoffentlich keine Enigma-Sachen. Resistent. Einer von Pinguins Männern wird wissen, wo dieser Hubschrauber hinfliegt. Ach du Scheiße. Die Villa liegt in Trümmern und unser eisiger Freund ist entkommen. Damit ist die Mission abgeschlossen. Ganz meine Meinung. Lass uns die Beute schnappen und abhauen. Eine ganz schöne Menge. Diesen Monat leben wir wie Könige, Jungs. Wo bleibt unser Taxi? Freeze hat überhaupt nichts mitgenommen. Weiß der überhaupt, wie viel Kohle hier zu holen ist? Mann, was für eine Beute! Erledigt ihn! Will sich etwa mit uns anlegen? Deine Panik ist nur Rauch! Mann, sind bitte hier. Alter. Mann. Scheiße. Mann. Oh. Diese komischen Eisstrahler, die sind ja echt. Auf der Pinguin. Und so läutet man das neue Jahr ein. Gut, dann machen wir es halt nochmal. Geplaudert.
Greif ihn doch nicht einzeln an! Keine Panik, nur rauf! Kann ihn nicht mehr sehen! Na sag mal. Na sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt reicht's ja. Mann. Toll. Alter, die Eichstrahler sind echt. Ja, komm, Pinguin. So läutet man das neue Jahr ein. Ja, toll. Wie machen wir das denn? Na komm mal her hier! Bitte, komm! Dann kommt der nächste. Bitte. Da kommt. Oh nein.
Mann. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ey, das kann doch echt nicht wahr sein. Der nimmt das auseinander! Doch, weg, doch, siehst du doch. Ich hab die Schnauze voll! Jawohl, komm noch, mach auf. Nimm's einfach locker! So. Na komm. So. Ich kann nicht mehr. Tu mir nicht weh. Ja, ist doch gut. Wo bringt er Ferris hin? Ich weiß es nicht, ehrlich. Weißt du eigentlich, wie viele deiner Freunde ich an Heiligabend ins Krankenhaus geschickt habe? Okay, ein Waffenhändler des Pinguins. Er verteilt die Waffen, die wir von Freeze haben. Er muss es wissen. Wir sollten ihn in South Gotham treffen. Ihr könnt euch ja stattdessen in der Notaufnahme treffen. In South Gotham, Sir. Hoffentlich kann dieser Waffenhändler Ihnen sagen, was Freeze mit unserem Freund angestellt hat. Jemanden wie Ferris Boyle kidnappen? Das ist krank. Ich weiß, Sie werden ihn fassen, Sir. Sie werden ihn auf einer Trage nach Blackgate bringen. Zentrale, bestätige den Code 3. Sieht aus, als würden diese Anarchy-Fanatiker die mangelnde Polizeipräsenz hier unten ausnutzen. Roger, 2, beobachten Sie die Lage. Greifen Sie nicht ohne Verstärkung ein. Hatte ich nicht vor. Ich sollte mich um Anarchys Anhänger kümmern. Aber zuerst muss ich den Waffenhändler des Pinguins aufspüren und herausfinden, wo Ferris hingebracht wurde. Alter, was ist hier los? Ich bin am Waffen.